Und damit willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gold auf Doppel 2 LP. Wir sind immer noch in Mahagonia City und... Nanu? Ich bin etwas überrascht. Eigentlich sollte hier jetzt ein Laden sein. So ein leckerer Blumenkeks. Ich probiere es nochmal. Nö. Naja gut, ist ja auch egal. Wie ihr sehen könnt, ist der Weg in die Arena von Mahagonia City nun freigelegt. Aber da werden wir noch nicht hingehen. Denn jetzt steht anderes auf meinem Zettel. Wir werden nämlich wieder gen Westen reisen. Denn dort erwartet uns die nächste große Geschichte von Pokémon Gold. Denn, wie schon erwähnt wurde und wie wir auch schon erlebt haben, die Arenaleiterin von Oliviana City sorgte sich im Leuchtturm um ein krankes Pokémon. Was es damit auf sich hat und ob und wie wir helfen können, finden wir heute heraus. Oder im nächsten Part. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wie schnell und awesome ich bin. Meinen vorletzten Schutz eben reinhacken. Im Leuchtturm, also. Das ist ja genau hier unten. Ganz schön hohes Ding. Mal durchprügeln. Früher haben Pokémon nachts die Gewässer um Oliviana City erhellt. Der Leuchtturm wurde errichtet, um diese Pokémon zu ehren. Alles klar. Die Leute kommen zum Leuchtturm, um zu trainieren. Aufgrund der vielen Trainer ist es nicht einfach, sich bis ganz nach oben vorzukämpfen. Mit ein bisschen Geduld sollte das machbar sein. Aber scheinbar gibt es hier genug zu tun, um Level zu gewinnen. Da ist auch schon der Erste. Dies ist kein Ort für Spielchen. Da stimme ich mit dir überein. Gentleman Hubert. Mit Noctu. Also los, Soldi. Stampfer. Okay, alles klar, leicht overlevelt. Aber die Trainer sind teilweise doch stärker als die Rockets aus dem Versteck. Was halt meinen Verdacht auch ein bisschen untermauert, denke ich, dass das Rocket-Versteck in Mahagonia vor dem 5. Orden auszuräumen ist. Komm her, Kumpel. Seefahrer scheuen keine harten Kämpfe. Hell yeah! Dann haben wir ja echt Gutes zu tun, Kumpel. Matrose Nepomuk. Stampfer, for the win! Und for the next level. Und los geht's, Donut. Kapuzzi auch nur Level 18? Oh, ein bisschen schwach. Ich habe verloren. In der Tat, das hast du, Nepomuk. Ne,
Und da ist schon der dritte. Warum bist du gekommen? Bist du zum Gaffen hier? Es ist besser, du gehst. Oh, bleib mal cool, Alter. Bleib mal cool. Ich bin nicht zum Gaffen hier. Eugen? Ich bin hier, um dich und die ganzen Nudeln, die hier oben im Tower rumkrebsen, auseinanderzunehmen. Aber wenn man mir nur Taubsies und Quapsels entgegenwirft, ist das nicht wirklich spannend. Ach, Mann. Boah. Noch so ein lahmes Vieh. Oh, das ist Level 19. Mist. Gut, ich hätte sowieso den Schaden kassiert, von daher. Ach, der blaue Balken füllt sich so langsam bei Donut, um das 29. Level einzuläuten. Ich sorge mich also wirklich, und das beweise ich, indem ich dir den Arsch trete. Na, schön. Ich nehm's mal so hin. Und der nächste Gentleman. Ich bereise die Welt, um meine Pokémon zu trainieren. Ich möchte mich mit dir kämpfen. Was? Gentleman Felix schickt Fukano in den Kampf. Oh, Sternschauer. Reicht sogar fast, um das Ding zu besiegen. Damit also ruckzuck hier, um Fukano Nummer 1 auszuradieren. Und den Level zu erreichen. Wunderschön. Dann gehört Manfred das letzte, also zweite Fukano. Und zwar ohne jede Gefahr. Victory! Ich muss mehr verlieren. Und du? Jasmin ist die Arenaleiterin in dieser Stadt. Ich möchte, dass sie mit mir zurückkommt. Es ist besser, niemand stellt sich mir in den Weg. Es ist besser, du stellst dich mir nicht in den Weg. Glaub mir. Ich dachte, einer meiner Mitbewohner wäre gerade wiedergekommen. Naja. Ist ja auch Latex. Manfreds Initiative sinkt. Oh mein Gott. Ich bin trotzdem noch schneller. Was zur Hölle? Was? Das ist schon vorbei? Meine Pokémon. Du hast nur eins, aber egal. Und bevor ich da in den Abgrund stürze, gucke ich mal, was hier unten noch so auf mich lauert.
Jasmin muss krank von eures Pokémon sein. Man sieht sie momentan nicht einmal lächeln. Ich glaube, von euch sieht die momentan sowieso niemand. Ferdinand. Krabi? Manfred! Donnerschock! One-Hit-KO! Und noch ein Krabi für noch ein One-Hit-KO Donnerschock, oder wie? Ja, du hast auch nichts zu lachen, ja, kann ich mir denken. So. Manni, das Manfred. Was? Manni, das Donnerschaf ist auch auf Level 29. Und nach hinten geschoben. Und hier geht noch eine Treppe hoch. Und hier gibt's noch ein gratis Item. Die TM34. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Angeberei. Verwirrt und hebt den Angriffswert. Aha. Ist der Hai? Wir fliegen ziemlich hoch. Meine Vogelbewohner sind in Bestform. Wenn du diesem Leuchtturm hochfliegst, kommst du schnell in der Decke an, mein Freund. Und glaub mir, du willst deinen Kopf nicht an die Decke setzen, wenn du fliegst. Feuer frei. Einfach mit Glut weiter reinhalten. Ich glaube, dass im Moment einfach mit Holzkohle als Backup die stärkste Attacke, die er kann. Die Spezialverteidigung von Ibitak dürfte auch nicht allzu immens hoch sein. 5 Schaden pro Schlag. Das ist ja doch harmlos. Boah. Da ist Lancelot schön gelevelt. Schön mit EP versorgt. So. Oh, und ich näher mich der 30er Marke mit rapiden Schritten. Das ist schön. Also der Level 30 Marke. Das ist. Ich will nicht lügen, das ist ein sehr guter Fortschritt zu diesem Zeitpunkt des Spiels. Vogelfänger Benno! Ups, sie sind abgestürzt. Schade. Dude findet Sonderbonbon. Kann man gut zu Geld machen, die Dinger. Ich setze sie generell nicht ein. Na dann, ab in den Abgrund! Na toll, genau vor dem Trainer gelandet. Matrosen sind nett und stark. Wie bist du? Ich bin awesome und stark. Aber das tut hier nichts zur Sache. Außer vielleicht, dass ich stark bin. Pepe. Mit deinen Quabuzi. Kapuzzi? Oh, Mist. Das könnte enger werden, als es aussieht. Oder auch nicht. Oder doch? Abwarten? Was macht Aquaknarre? Nö, das ist harmlos. Außer Lancelot verkackt mal wieder in seinem Aim. Das ist natürlich großes Kino von meinem Starter. Und ich hatte schon befürchtet, er macht da wieder ein Drama draus, hier zu gewinnen. Aber Pepe findet mich nett und stark. Will der mich anmachen? Dude findet Ether.
Komm her, Bruder. Ich hatte vor, gegen Jasmin zu kämpfen, aber sie ist nicht da. Wie wäre es mit dir? Gerne. Ich habe nichts gegen ein bisschen Sparring-Matches vor dem Arena-Kampf gegen sie. Cornelius, schickt Mahollo in den Kampf. Ist mir zwar lieber als ein Wasser-Pokémon, aber kann trotzdem ordentlich reinhauen, das Vieh. Ach, ein Glück. Ich hatte schon befürchtet, er würde wieder daneben zielen. Verdammtes blinde Auge. Aber Level Up, das ist doch gut. Dann kann ich für Quapuzzi jetzt auch wechseln. Und zwar zu Manfred. Der die EP dringend nötig hat. Na gut, eigentlich nicht, aber er entwickelt sich als nächstes. Also kann ich dieses Mahollo auch durch Manfreds Stummelhände fallen lassen. Tja, ich hab dich überwältigt. AKA, ich hab dir fett in den Hintern getreten. Ein Super Ball. Noch zum Mitnehmen. Ich brauch zwar keine mehr, aber trotzdem danke. Und scheinbar sind wir oben angekommen. Mal erkunden, da ist ein Item. Gib. Aha, ein Supertrank. Hey! Dieses Pokémon hat das Meer immer erleuchtet, aber plötzlich wurde es krank. Es schnappt nach Luft. Ich weiß. Nach Luft schnappen nennt man atmen. Das ist ein vollkommen gesundes Zeichen, Mädel. Ich weiß, dass es eine Exotik-Apotheke in Anemone City gibt. Aber dafür musst du über das Meer. Und ich kann Amphi nicht unbeaufsichtigt zurücklassen. Vielleicht könntest du die Medizin für mich besorgen? Bitte! Ja, alles klar. Anemone City. Schon verstanden. Und dahin surfen wir im nächsten Part von Let's Play Pokémon Gold auf Doppel-2LP. Denn erstmal muss ich das Team wieder refreshen, bevor wir uns auf diese gefährliche Strecke begeben können. Ich weiß gar nicht, habe ich mir schon die Vor- und Vier geholt? Ich guck das jetzt noch mal eben schnell nach. Vor allem 4 Stärke kriegt man... Ha, deine Pokémon sind nur Fliegengewichte. Sie haben nicht die Kraft, Felsen aus dem Weg zu räumen. Von dem Typ. Hier, nimm das und bring ihnen Stärke bei. Nützt den Ort von Lucatia City, um sie außerhalb von Kämpfen einsetzen zu können. Du, der Held vor allem 4! Dich, obwohl du sie verlassen kannst, bist du selbst. Ich bin so stolz auf mich selbst. Wow, schön finde ich, Kumpel. Also, damit beende ich diesen Part, während ich mein Team heile. Und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bis es auf Doppel-2LP wieder was hochgeladen ist. Gibt, ob es nun Trackmania ist oder Pokémon oder, je nachdem wann dieser Part on air geht, etwas komplett anderes. Bis dahin, eine geruhsame Nacht. Tschüss.